Was geht ab, YouTube? Ich bin's, euer 666 Flake. Heute mal hier mit einem random Duell vom Dueling Network. hab hier mein Standard Wassermühlen Glacier Deck genommen und zocke gegen wer auch immer. Yardbird 23. Gucken wir uns mal meine Starthand an hier. Ist erstmal nicht so überprall. Fangen wir mit dem Tourguide an. Und werde jetzt nicht wirklich viel rum erzählen, es sei denn, es ist irgendwas, was sich lohnt zu erzählen. Und Sangan hier mal im Defense. Werden keinen Exit machen. Gehen mal eher drauf, um Diva oder Genix und Dino rauszusuchen, wenn die jetzt nicht mit der Verlockung kommt. Werden sehen. Ah, keiner von beiden. Dann entfernen wir den Tourguide hier. Und beenden unseren Zug. Also wie gesagt, kein Exit hier. Eher drauf gehen, Diva oder Undine rauszusuchen. Schmeißt ein Skill Drain in den Friedhof. Nicht verkehrt. Gut zu wissen. Aber wir haben ja hier unseren Heavy Storm. Und mal hoffen, dass er keine Starlight Road hat. Oder Urteil. Ist auf jeden Fall Dark World. Wie wir sehen können. Mal schauen, was er rausholt. Ja. 1,5 Schaden für mich. Hier kommt die Diva von oben. Und Heavy Storm gibt es jetzt mal als allererstes hier. Und da kommt natürlich eine Starlight Rod. Nicht cool. Mal gucken, was wir da entgegensetzen können. Holt kein Starter String. Oh, er zerstört trotzdem alles. Die Road hat er zwar trotzdem aktivieren können, aber das ist mal sein Fehler. So machen wir einfach mal das, was wir wollen hier. Und holen uns hier diesen Kollegen. Machen erstmal, was lohnt sich da? Ah, wir wollen ja ein bisschen Imba-Action machen, also machen wir schon mal die Videoreport auf den Tourguides und dann 3, 4, 5, 6, 7, 8. Synchro zu 8 Sternen, da habe ich Schrottdrachen am Start. Sangan searcht uns noch was, und zwar wird das natürlich die Undine sein. Dann geht es in eine Battle Phase. Natürlich kommt der Effekt vom Scharfschützen und wir werden noch mit einem Attack Squad direkt in seine Life Points reinpreschen. Und dann machen wir an der Stelle noch ein Overlay zum Send My Mean. So, mal gucken, was er da entgegensetzt. Im Grave bis jetzt nur ein Wassermonster. Setzt eine, beendet seinen Zug. Setzt sich auch eine und benutzt den Effekt.
und da gibt er schon auf. Das war's für heute, YouTube. Denke mal, es wird jetzt öfters Dueling Network Videos geben. Akkustand ist sehr gering. Also war's das erstmal für heute. Bleibt wie immer dran, euer 666 Flake.